herzlich willkommen zu einem neuen Video von LCE Performance. Heute mal wieder Thema Sportquattro. Zuletzt waren wir ja ein bisschen unterwegs mit unserem Roten und der steht jetzt gerade unten in der Werkstatt, kriegt jetzt seine volle Leistung, wie eben angekündigt. Heute ist unser Thema Interieur. Wir haben gesagt, wir wollen mal ein kleines Video für euch machen zum Thema Interieur. Was haben die Kunden bei uns für Möglichkeiten? Wir haben es in den einzelnen Videos schon mal grob angesprochen. Heute wollen wir wirklich ins Detail reingehen und mit euch mal zusammenschauen, was hat der Kunde für Möglichkeiten an Sitze und was haben wir für Möglichkeiten im Bereich Farbe, Stitching und so weiter und so fort. Auch die verschiedenen Stoffe, die wir zur Verfügung haben, die Garne, die wir verwenden können. Und das wollen wir mit euch einfach mal heute so durchgehen, das Ganze. Ja, jetzt sind wir hier am Tisch, wo dann ich eigentlich meistens mit den Kunden stehe oder im Büro sitze und wir das Thema Leder angehen. Wenn nichts dabei ist aus der Recaro-Linie, dann geht es an die individuelle Zusammensetzung von Leder, Alcantara, perforiertes Leder mit den verschiedenen Kontrastmustern, die wir haben. Und ja, da wollen wir euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen und euch ein paar Sachen zeigen. Wir haben hier unsere Glattleder. Glattleder, kann ich sagen, nehmen wir eigentlich immer von Porsche oder Mercedes, weil die Qualität natürlich sehr, sehr gut ist. Wir nehmen eigentlich ausschließlich Napa-Leder. Das ist einfach von der Qualität und auch von der Haptik meiner Meinung nach das beste Leder, was man nehmen kann. Es gibt noch andere Lederarten und Sorten, wo man darauf zurückgreifen kann. Alpina hat zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Leder. Das Lavalina-Leder ist fast noch ein bisschen mehr anschmiegsamer, finde ich jetzt, wie das Napa-Leder, aber das ist schon sehr, sehr gut und für einen Sportquattro-Replika von LCE auf jeden Fall die richtige Wahl. Das gleiche dann eben auch nochmal in Alcantara, wo wir dann wählen können zwischen diesen ganzen Farben und natürlich auch nochmal mit diesen Perforationsgraden, die es dann gibt, ob wir eben runde Perforierung wollen, eckige Perforierung und können das Ganze aber dann auch nochmal hinterlegen mit einer anderen Farbe. Ihr habt das vielleicht schon gesehen in Detailaufnahmen von unserem grünen Sportquattro, dass wir hier im Bereich der Rückensitzlehne, wo das LCE-Logo ist, das Ganze hinterlegt haben in Grün. Ja? Da ist dann eben LCE und dahinter haben wir nochmal einen Stoff in Grün. Das kann man bei diesen Perforationen sehr, sehr gut machen und kann gewisse Farben nochmal hervorheben und auch Schriftzüge, die man mit einfließen lässt. Wir haben Kunden, die dann ihr Firmenlogo mit einfließen lassen und da kann man das nochmal ganz schön in Szene setzen. Ansonsten hat man natürlich auch immer noch die Möglichkeit, was wir auch schon gemacht haben, zum Beispiel bei dem schwarzen Sportquattro, dass wir das Leder oder das Alcantara gelasert haben. Das heißt, der Kunde wollte dann auf dem Rücksitz, auf dem Rückenteil eben nochmal Quattro stehen haben und dann konnte man das eben einlasern und so gibt es da viele, viele Möglichkeiten. Ja, wenn man sich dann mal entschieden hat, ob es Glattleder sein soll oder Alcantara oder vielleicht auch gemischt, dann geht es natürlich weiter in den Bereich Naht, welches Garn nehme ich, ja, nehme ich lediglich eine Kontrastnaht, die mich mit einfließen lasse. Am meisten genommen haben wir natürlich Rottöne, ansonsten auch gerne genommen Schwarz, schwarzes Leder mit einem hellen Garn. Das macht schon optisch sehr, sehr viel her, finde ich sehr schön. Wir haben bei uns eine grüne Kontrastnaht. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, aber da haben wir auch nochmal Detail-Shots dazu. Unser beige Lederausstattung. Zur Wiedererkennung des Außenlacks haben wir damals eine grüne Naht gewählt. Was haben wir noch? Hier, super interessant. Jean-Pierre hat es ja schon mal angesprochen. Das ist wahrscheinlich was, was bei ihm dann nachher im Auto verbaut wird. Gewebtes Leder, natürlich nicht in diesem Muster. Das ist rein zu Demonstrationszwecken. Ich sag mal, das ist jetzt nicht die schönste Kombination. Aber zum Zeigen ist es doch schon ganz gut, dass man hier sieht, wir haben hier einzelne Lederwaben. Genau. Und die kann ich natürlich x-beliebig kombinieren, ja, das Ganze. Hier ist es jetzt mit einem, finde ich, nicht so schön grün, das Ganze kombiniert. Aber da haben wir schon ganz tolle Kombinationsmöglichkeiten gesehen und auch zusammengestellt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier drüben haben wir eigentlich unsere gesamten Sachen, die wir schon mal gemacht haben, an Kontrastmuster. Das ist das klassische Kontrastmuster, was wir im Schwarzen drin hatten. Das ist aus dem Rückenlehnenbereich. Das ist quasi die Mitte. Und hier geht es dann nach links und rechts über in das Muster.
Dann haben wir das Ganze noch in Glattleder mit einem etwas perforierten Leder in der Mitte. Finde ich auch sehr, sehr schön. Lehnt sich eben hier so ein bisschen dran an, aber ist alles ein bisschen größer, ein Ticken größer. Hier haben wir das ein bisschen schmäler geschnitten. Das ist dann meistens was, was man für die Türwangen benutzt, für die Seitenverkleidung der Türen. Und das findet sich eigentlich dann im gesamten Konzept wieder und finde ich eigentlich eine schöne Sache, wenn man da diese ganzen Möglichkeiten hat oder auch hier ein ganz tolles Muster haben wir auch schon öfters verwendet. Das ist ein Muster, was wir auch schon in einem Pole Position Sitz drin hatten. Ja, und so haben wir. Das ist jetzt hier tatsächlich noch ein Rest von unserem Sitz. Da seht ihr die grüne Naht und eben unser gewähltes Kontrastmuster. So eine Perforierung finde ich immer ganz schön, gerade im Sommer. Ich sag mal, Alcantara ist sowieso sehr, sehr angenehm auf der Haut. Ist meine erste Wahl, muss ich immer sagen. Warum? Weil im Winter ist es nicht so kalt wie ein Glattleder und im Sommer klebe ich nicht dran. Ne? Das habe ich halt beim Glattleder eben und da ist für mich eigentlich Alcantara immer auf Platz 1. Und wenn man das Ganze dann auch noch ein bisschen kombiniert, vielleicht, dass man sagt, die Sitzwangen in Glattleder, so wie wir es eben bei den LS-Sitz haben, Sitzfläche Pepita, außen Glattleder, sehe ich für mich in meinem Traumwagen hier auf der Sitzfläche eben Alcantara und auf der Sitzwange ein schönes passendes Leder dazu. Genau, ja, ansonsten, wenn einem das dann immer noch nicht genug ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, die Lederoberfläche speziell zu bearbeiten. Da haben wir auch eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten und man sieht das hier, denke ich mal, ganz gut im Licht, wie das glitzert und schimmert, dass wir hier noch ein Metallic mit einfließen lassen können. Und das kann ich natürlich unter vielen verschiedenen Lederarten tun. Ob das jetzt ein gröberes Leder ist, wie jetzt hier so ein Leder Dakota oder eben ein glattes Leder, wie es eben dieses Nappa-Leder ist, haben wir da viele, viele Kombinationsmöglichkeiten. Viele gehen auch in einen Bereich, wo ich sage, okay, da werden wir wahrscheinlich nichts für finden. Aber wenn man mal schaut, so im Schatten ist es richtig giftig grün und wenn ich es dann wieder ein bisschen umlege, dann habe ich eigentlich einen brutalen Metallic-Effekt. Also solche Sachen kann man auch machen. Würde ich jetzt nicht auf dem ganzen Sitz sehen, solche Veredelungen. Ich glaube, das sind dann mal einzelne Bereiche und kleinere Bereiche, wo ich sowas ganz cool finden würde. Die Barbara lacht hinter der Kamera. Was denkt sie gerade? Nix. Sag! Hä? Was habe ich gesagt? Habe ich was Falsches gesagt? Hä? Giftig grün. Aber das sieht schon giftig aus, oder? Für einen Schnee? Ja, gibt es auch ganz strange Sachen, also da weiß ich jetzt nicht, wo das Platz finden sollte, aber solche Sachen kann ich mir durchaus gut vorstellen, passenden Außenlack dazu hat, ist das schon ein cooler Effekt. Aber ich sehe es nicht auf dem ganzen Sitz, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind einzelne Elemente, die ich damit sehe. Vielleicht auch mal so eine Gurtdurchführung, nicht lackiert, sondern vielleicht in so einem Special-Leder bezogen, beziehungsweise dieses Finish eben mit diesem Metallic. Das können wir auch abbilden. Ja, da seht ihr mal, da verbringen wir einige Zeit mit unseren Kunden und nehmen uns aber auch gerne die Zeit, wirklich das perfekte Auto mit dem Kunden zusammenzustellen. Und da sind wir weit, weit weg von nur Außenfarbe und Felgen. Da brauchen wir manchmal wirklich einige Stunden, um das Interieur mit dem Kunden zusammenzustellen. Ja. Und es gibt natürlich auch immer wieder mal Änderungen, weil über den Produktionszyklus hinweg und über die Wartezeit hinweg verändert sich auch vielleicht nochmal der ein oder andere Geschmack und man überlegt sich das nochmal. Aber das ist eigentlich mit eins von den Sachen, die sehr, sehr intensiv sind in Zusammenarbeit mit dem Kunden und oftmals auch sehr, sehr langwierig, weil die Entscheidung da natürlich schwierig ist. Und ich sag mal, so ein Leder im kompletten Interieur mit Dachhimmel, ABC-Säulen, das bedarf schon sehr, sehr viel Arbeit und es ist alles Handarbeit bei uns. Der Dachhimmel wird natürlich frei gespannt und bezogen. Das ist nicht eben mal wieder schnell getauscht. Deswegen ist es uns extrem wichtig, dass der Kunde am Ende des Tages sich seiner Sache auch sicher ist und das Auto so bekommt, wie es ihm am besten gefällt. Und deswegen nehmen wir uns da ausreichend Zeit für unsere Kunden. Haben wir noch mal kurz Szenenwechsel gemacht, oder? Dass ich nicht die ganze Zeit den Heiligenschein habe heute. Ja, viel mehr fällt mir zu dem Thema eigentlich gar nicht ein, außer dass ich sage, es ist natürlich sehr, sehr individuell das Ganze. Wir haben so viele Lederarten, die wir wählen können. Gerade jetzt auch in dem Bereich hier, wo ich sage, eigentlich immer bloß unterschiedliche Farben. Aber wir haben hier natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Strukturen. Wenn man das gerade nochmal anschaut, ich nehme jetzt bloß mal die beiden, dann sieht man auch, wenn man das mal näher anschaut,
wie strukturiert das Ganze sein kann oder wie glatt das Ganze sein kann. Und ja, hier, ne, Bentley, Beluga, also auch Bentley-Leder, Lamborghini-Leder, alles frei wählbar. Da ist dem Ganzen eigentlich keine Grenze gesetzt. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Ich wüsste auf jeden Fall meine Traumkombination, aber die ist eigentlich uninteressant. Schreibt mal eure Kombination rein, was ihr für ein Leder nehmen würdet. Und ja, Barbara, du hast doch bestimmt noch ein paar Fragen, oder? Ja. Echt? Ja. Jetzt habe ich gedacht, sie sagt nein. Okay. Ich sehe mal, wie lange du dir Zeit nimmst ja. Für deinen Kunden. Ja. Und intensive Gespräche führst. Mhm. Wie lange dauert im Schnitt so ein Gespräch, bis man sein Traumauto zusammengestellt hat? Das ist eine gute Frage, aber auch eine schwierige Frage. Also es gibt Kunden, die kommen zu uns, die haben eine genaue Vorstellung, was sie haben wollen. Die haben schon die Lacknummer parat, die wissen genau, was es für eine Ledernummer hat oder die Benennung von dem Leder und was sie für eine Kontrastnaht wollen und was für Felgen. Also dann ist es natürlich umso einfacher. Ich sag mal, im Gesamten spricht man da dann irgendwo von 1,5 bis 2 Stunden, bis das Ganze dann eben erledigt ist, dass man auch vom Motorsetup alles besprochen hat, Interieur besprochen hat und so weiter. Genau. Und wenn einer absolut planlos kommt und für alles offen ist und natürlich auch irgendwo gefühlsmäßig im Gespräch immer mal wieder hin und her gerissen ist, weil ihm erstmal das viel besser gefällt wie das und sich dann aber nachher doch dafür entscheidet, ist das natürlich ein Thema, wo ich sage, das kann natürlich auch mal rein im Interieurbereich dann schon bei 2-3 Stunden liegen, wo man dann sich wirklich austauscht, was für ein Muster, was für eine Naht, was für eine Farbe und natürlich auch was für eine Lederstruktur. Da gibt es so viele Möglichkeiten und bis man das dann auch alles zu Blatt getragen hat, dass das Ganze dann sauber aufgeschrieben ist und wenn das Auto dann in 2 Jahren produziert wird, muss das natürlich alles passen. Deswegen sagen wir mal im besten Fall 1 Stunde, 1,5 und im schlechtesten Fall sind es dann schon mal 4 oder 5 Stunden für das gesamte Konstrukt. Genau. Ja, ansonsten. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne mal rein. Wird uns natürlich auch interessieren, was vielleicht noch offen geblieben ist. Aber ich denke, unter diesen ganzen Sachen, die wir heute schon gebracht haben, es geht ja eigentlich nur ums Thema Interieur, aber da bringen wir schon wieder einiges zusammen an Minuten heute bei unserem Video. Aber für euch gerne und immer. Deswegen, ich bin eigentlich jetzt soweit durch. Hast du noch eine Frage? Ich glaube, du solltest noch darüber reden, was dir an deinem Job so Spaß macht. An meinem Job? Ja, du hast mir mal am ersten Tag erzählt, dass dein Lieblingsteil daran ist, der kreative Prozess. Das stimmt, ja. Meinst du, das interessiert die Leute? Ja. Okay. Nein, also das ist natürlich eins, vielleicht hat man es nicht gemerkt, aber das ist eins von den Sachen, die mir eigentlich am meisten Spaß macht, weil ich einfach sehe, wie sich die Leute über ihren Traumwagen Gedanken machen und das erkennt man am Interieur eigentlich am besten, weil es so vielseitig, ja eigentlich, man hat alle Möglichkeiten, so muss man sagen, im Interieurbereich. Ich meine, draußen natürlich kann ich den Lack wählen, den ich möchte und kann mir auch 3-4 verschiedene Felgen aussuchen, aber im Interieurbereich ist das wirklich so facettenreich, dass ich das immer eigentlich am interessantesten finde und das freut mich immer, wenn ich so spüre und sehe, was die Leute sich dabei denken, warum haben sie jetzt dieses Leder genommen und diesen Sitz und diese Naht dazu und das ist eigentlich das, was ich mitunter auch am schönsten und am interessantesten finde, ja, dieser Austausch mit dem Kunde und auch wenn er sich irgendwann nach einem Jahr nochmal entscheidet, hey, eigentlich das, was ich damals gemacht habe, will ich gar nicht mehr haben, weil ich habe jetzt was viel Schöneres gefunden und gesehen. Dann greifen wir das natürlich wieder auf, gleichermaßen wie jetzt eben hier, wo wir ja sagen müssen, das gewebte Leder ist jetzt nichts, was wir häufig gemacht haben oder häufig machen werden. Aber der Jean-Pierre findet das super und ich finde es auch gut. Man hat da natürlich schon einige Autos im Internet gesehen, die solche Sachen verarbeitet haben. Und ja. Das ist einfach wieder was Neues, was anderes. Finde aber auch, dass es sehr, sehr gut passt zu diesem Auto. Jetzt bin ich aber schon wieder abgeschweift, weil ich da immer selber in Gedanken verfall, wie ich dann das Ganze aufbauen würde. Ja, aber das ist das, was mir an meinem Job eigentlich am meisten gefällt. Ja, diese Vielfältigkeit und diese Kreativität, die die Kunden mitbringen oder auch nicht und immer sagen, Herr Koppenhöfer oder Steven, was würdest du denn machen? Und ja. Da bin ich schon immer offen und ehrlich und lasse meinen Geschmack einfließen.
natürlich zum Interieur dazu zählt, sind nicht nur Sitze, Seitenverkleidung, Hutablage und Armaturenbrett, sondern auch die kleinen Details. Dazu gehört das Lenkrad, das wir auch ganz individuell zum Interieur anpassen. Da können wir auch all mögliche Nähte und alle Belederungen machen. Gleichermaßen natürlich Schaltknauf, Schaltsack, Handbremshebel, Handbremssack. Das können wir alles natürlich mit einfließen lassen. Die Mittelkonsole ist für uns immer ganz klar, dass die eigentlich aus einem Guss aussieht, vom Armaturenbrett übergehend in die Mittelkonsole, dass wir da die gleiche Belederung nehmen. Und ja, das macht das Ganze eigentlich perfekt, wie ich finde, vom Interieur. Aber sonst gibt's nichts mehr. Wir sind durch, Barbara. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf jede Menge Fragen, Antworten, Wünsche und was haben wir noch alles? Klicks und Likes und Abonnenten und sonst noch irgendwas, was dazu kommt. Ja, lasst uns einfach ein Like da. Schreibt uns, was euch gefallen würde, was ihr machen würdet. Und in diesem Sinne sage ich jetzt heute Freitagabend, schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!